Hallo Freunde, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Keine Sorge, die Blutspritzer sind mehr oder weniger gewollt. Wir waren bei Meister Bernhard trainieren und der hat uns ganz schön zur Schnecke gemacht, deshalb auch die Kopfverletzung. Ich war in der Zwischenzeit auch schon beim Schmied, habe die paar Reste der Rüstung noch zusammengelesen und er konnte tatsächlich wieder was Komplettes draus machen. Gott sei mit dir, Heinrich. Ist er immer. So, dann schauen wir mal. Alex, ein Flüchtling aus Scarlet, hat uns einige Leute hierher geschickt. Gott schütze dich. Um die Sache mit der Arbeit klar zu machen. Du willst die Stelle als Wasserträger? Allerdings. Wird Zeit, dass uns mal wieder was Gutes widerfährt. Stimmt. Ich hätte zuerst nur ein paar Fragen. Was? Aber ich will die Arbeit und hab sie auch verdient. Spar dir deine Fragen für die Taugenichtse auf. Ja, reden wir ein bisschen mit den Leuten. Weshalb solltest gerade du die Stelle verdient haben? Was bist du von Beruf? Ich besaß eine Mine. Also, ich hatte sie als Lehen. Aber in unserem Geschäft kommt das aufs Gleiche raus. Ein Minenbesitzer? Aber hast du je einen Eimer Erzberg aufgeschleppt? Wozu schleppen? In der Mine gibt es dafür Winden. Oh, ich weiß nicht, ob er das schafft. Wasser tragen ist harte Arbeit. Eine Mine zu verwalten auch. Aber das ist was anderes. Zum Wassertragen braucht es Armschmalz, nicht Hirnschmalz. Ich wurde nicht als Minenbesitzer geboren, weißt du? Hab genügend geschleppt. Das könnte wohl richtig sein. Ich meine, der kommt nicht zur Mine und der Chef meint, ab heute bist du Chef. Der wird sich auch hochgearbeitet haben. Wie ergeht es dir so in Ratai? Nicht so gut. Wollte dem Vogt meine Fähigkeiten als Verwalter anbieten, aber der behandelt mich wie einen Bauern. Er ist nicht der umgänglichste, wohl wahr. Aber wenn du ihm beweist, wozu du fähig bist. Wenn er mir denn die Chance geben würde. Naja, das kriegen wir schon hin. Der Vogt beschwerte sich, dass er dir kein Wort entlocken konnte. Hab mich geweigert, mit dem zu sprechen. Letztes Mal hat er mich angebrüllt und damit gedroht, mich auszupeitschen. Und dann verhört er mich. Oh, verständlich, dass du ihm die kalte Schulter zeigst. Naja, ich weiß nicht. Zum Streit gehören immer zwei. Was würde für mich dabei herausspringen, wenn ich dich empfehle? Ah, so läuft das also, was? Ein ehrbarer Mann bekommt nur Arbeit, wenn er Silber springen lässt? Ich versuche doch nur, dir zu helfen. Es wäre nicht leicht, den Vogt zu überreden, dich zu nehmen. Na schön. Ich hab zwar nichts, aber wenn ich ein Wörtchen mit dem Sasauer Schmied wechsle, macht er dir einen guten Preis. Ja, warum nicht? Eigentlich gefällt es mir nicht, die Leute dann auch noch so auszunutzen. Günstigere Ausrüstung kann nie schaden. Abgemacht. Abgemacht. Komm zu mir, sobald ich die Arbeit hab. Dann fädle ich das ein. Alles klar. Dann schönen Abend und so. Das heißt hier... Müssen uns die Leute merken? Cornelius? Und du bist? Tonda? Gott schütze dich. Oh, jetzt geht es da genauso los? Na gut. Du bist hier, um Wasser zu tragen? Ja, wo krieg ich Eimer her? Warte. Noch ist nicht entschieden, wer die Arbeit bekommt. Erst brauche ich ein paar Antworten von dir. Wozu? Ich pack das schon. Aber frag nur. Eigentlich dürften wir nicht so wählerisch sein. Wir brauchen 5 Leute und im Moment haben wir 2. Was hast du vorher gemacht? In den Minen gearbeitet, an der Winde. Du hast bestimmt von Tonda die Winde gehört. Stark wie ein Ochse. Ah, der Name kommt mir bekannt vor. Du warst einer der neuen Bergarbeiter, oder? War ich. Bin letzten Herbst dazu gekommen. Der Winter war milde genug für die Bergarbeit, also konnte ich allen zeigen, dass ich zupacken kann. Kriege ich die Stelle? Wir sind noch nicht fertig. An und für sich gute Sache, wenn er sich bei der Minenarbeit nicht den Rücken kaputt gemacht hat. Ich meine, wenn er sich den ganzen Winter über so richtig reingelegt hat, um allen zu zeigen, wie toll er ist. Ich weiß nicht. Wie läuft es so bei dir? Nicht gut. Ich helfe hier und da aus und kriege etwas Geld dafür, aber reichen tut's nicht. Besonders dann nicht, wenn sich auch noch die Würfel gegen mich verschworen haben. Verstehe. Hast du nach anderer Arbeit gesucht? Wozu?
Sie nehmen die Minen wieder in Betrieb, dann acker ich wieder wie ein Mann. Der Vogt will die Arbeit keinem Taugenichts geben, der es danach versäuft. Von Verwürfeln hat er nichts gesagt, aber ich glaube, irgendwie ist das so in dem Gedanken mit drin. Du könntest als Wache anfangen. Das tun echte Männer, oder? Stimmt, das könnte ich bestimmt gut. Wenn ich zu lange, glaubst du, ein Gaul hätte ich getreten. Das habe ich mal einem beim Würfeln bewiesen. Aber ich bin zu klug für den Wachdienst. Zweifellos. Total. Oh, Junge. Ich hörte, ihr wollt nicht mit dem Vogt sprechen. Weiß nicht. Die anderen haben nicht mit ihm geredet, also habe ich auch die Klappe gehalten. So läuft's eben in den Minen. Er hat mich sowieso nichts Gescheites gefragt, hat nur irgendwas vor sich hingemurmelt. Oh, ich weiß nicht, das... Die helfen sich gegenseitig nicht wirklich. Was gibst du mir, wenn ich dich empfehle? Was soll ich dir schon geben? Ich hab nicht mal einen Pisspot. Nur starke Arme. Wenn ich einen damit schlage, bleibt er liegen. Angenommen, du bekämst die Stelle. Zeigst du mir dann, wie man ordentlich zuschlägt? Aber ja. Abgemacht. Abgemacht. Der, wenn ich das richtig interpretiere, gibt uns einen Punkt Stärke. Abgemacht. Ja, wunderbar. Ich weiß jetzt alles. Kann ich jetzt Wasser tragen gehen? Erst muss ich den Vogt sprechen. Er entscheidet. Ich hoffe, er nimmt mich. Sonst werde ich womöglich zornig. Ja, furchtbare Tragödie. Wenn du glaubst, ich habe Angst, irrst du dich. Wir werden sehen. Alles Gute. Mit bloßen Händen gegen eine Rüstung und Schwerter? Na, das wird lustig. Okay, so wie es aussieht, habe ich ein bisschen zu lange trainiert und anschließend den Kopf wieder gerade gerückt. Das bedeutet wohl, wir haben im Moment zu wenig Leute. Das bedeutet, ich würde sagen, Gesundheit ist auf 40. Wir sollten vielleicht mal wieder eine Nacht schlafen und unseren Heinrich ein bisschen, ja, wieder zu Kräften kommen lassen. Das bedeutet, wir sehen uns am nächsten Morgen wieder. Ich werde runter zu Müller gehen und dort ein bisschen Heinrich wieder regenerieren. Und am nächsten Tag finden wir vielleicht noch mal ein paar Leute hier, die arbeiten wollen. Bis zum nächsten Tag dann also. So, Freunde, da sind wir schon wieder. Die Nacht ganz gut verbracht, allerdings nicht bei Müller. Ich war im Badehaus und habe mir das volle Paket gegönnt. Heinrich geht's gerade richtig gut. Sieht auch strahlend aus. Alles ist repariert, alles ist sauber. Wir könnten mal wieder ein bisschen was frühstücken. Aber ansonsten geht's Heinrich ziemlich gut. Und ansonsten saß ich die Nacht über auf der Bank und habe gelesen. Keine Albträume, trotzdem richtig gut. Tonda, den haben wir schon. Felsen, du klingst stabil. Brauchen wir nicht, aber klingt gut. Gott sei mit dir. Du möchtest Dinge tragen, habe ich recht? Du bist also an der Stelle interessiert? Naja, Alex hat gesagt, ich soll hier wegen der Stelle als Wasserträger fragen. Gut, aber zuerst habe ich ein paar Fragen. Wie heißt du? Peter, aber alle nennen mich den Felsen. In den Minen gab's Peter zum Säuefüttern und nicht nur dort. Deswegen... Peter zum Säuefüttern heißt so viel wie jede Menge davon. Minen? Du bist also Bergarbeiter? Ja, ich war in den Stollen im Osten beschäftigt. Hoffentlich kann ich bald zurück. Weil's mir gerade einfällt, hast du was von den Oberen gehört? Werden sie die Minen wieder aufmachen? Wegen den Minen haben wir noch überhaupt nicht mit irgendwem geredet. Ich denke, solange die Kumanen und Sigismund noch durchs Land marodieren, wäre es nicht klug, zurück nach Skalitz zu gehen. Na, ich weiß auch nicht, was die Herrschaften mit ihnen vorhaben. Na gut, hab bloß gedacht, dass dir vielleicht was zu Ohren kam. Leider nicht, leider nicht. Wie sehr willst du die Stelle als Wasserträger? Naja, im Moment gibt's für Bergarbeiter nicht viel zu tun. Zumindest würde ich damit ein paar Groschen verdienen. Die Arbeit ist allerdings hart. Der Weg zum Fluss ist weit. Glaubst du etwa, in einer Mine ist es leichter, wo du monatelang den ganzen Tag auf den Knien verbringst? Da hat er aber recht, Heinrich. Ich meine, Minenarbeit ist wirklich brutale Knochenarbeit. Es gäbe da auch etwas anderes zu tragen. Scheiße. In der Gülle schwimmen? Arbeit halt. Aber was würden die Leute sagen? Ich brauche Geld, klar.
Aber danach könnte ich in keine Mine zurück. Ich meine, du hast schon mitgekriegt, da unten gibt's ein Badehaus. Das heißt, am Ende des Tages kannst du dich von den Ladies dort schrubben lassen. Und auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen falsch klang, danach bist du extrem sauber, duftest wieder gut und alles ist super. Danach gehst du in die Taverne mit deinen Kumpels und die werden feststellen, du bist genauso sauber wie vorher. Und du kriegst doppelt so viel Kohle. Aber du wirst doppelt entlohnt. Das Geld wäre nicht schlecht, wohl wahr. Aber was dann? Will ich mein ganzes Leben lang Scheiße tragen? Oh Junge, das wird super. So weit wird es nicht kommen. Herr Ratzig kümmert sich um alles, wenn er zurückkehrt. Er wird sich an die Opfer erinnern, die du erbracht hast. Gut, das zu hören. Wenn das so ist, trage ich sogar Scheiße. Also, die Minen gehören Ratzig und dann sagen wir Ratzig einfach, dass er hart und fleißig arbeitet und auch niedere Arbeiten verrichtet. Das ist im Prinzip sowas wie ein richtig gutes... Jetzt weiß ich gerade nicht, wie das heißt. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist erst einmal alles. Gott sei mit dir. Jeha, Felsen. Felsen gefällt mir. Pickel. Du könntest der Zwilling von Felsen sein. Jetzt mal im Ernst. Seid ihr Zwillinge? Tragt sogar die gleichen Klamotten. Gott sei mit dir. Wenn du jetzt auch Peter heißt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr vom gleichen Erzeuger stammt und eure Eltern einen furchtbaren Sinn für Humor hatten. Du bist hier, um Wasser zu tragen? Ja, kann den ganzen Tag Wasser schleppen. Also, willst du die Stelle? Es gibt nämlich genug andere, die sich darum reißen. Und wie ich sie will, was muss ich machen? Hast du irgendwelche Erfahrungen? Wäre gut zu wissen. Sag mir, was hast du vorher gemacht? Erst war ich Schürfer, dann Hofknecht, dann Bediensteter. Dann bin ich aus Skalitz geflohen und hier gelandet. Ein Mädchen für alles, wie es scheint. War dir etwa keine Stelle gut genug? Doch. Gemocht habe ich sie alle. Aber ständig haben sie mich was anderes tun lassen. Pickel, sagten sie. Lass das und mach dies. Pickel ist natürlich das Bergarbeiterwerkzeug. Logisch. Also ich denke, damit kann er umgehen, wenn er danach heißt. Pickel? Das ist dein Name? Eigentlich heiße ich Vasil, aber man nennt mich Pickel. Du hast gar keine Pickel. Nein, Pickel, wie Picke. Hab eine Spitzhacke geschwungen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, er war schon alles und natürlich auch Bergarbeiter, logisch. Du könntest aber natürlich auch Latrinen leeren. Was? Scheiße tragen? Das wäre mal was Neues. Obwohl ich damit nicht hausieren gehen würde. Richtig. Aber es gibt richtig viel Kohle dafür. Wäre doch gar nicht so schlecht. Wie kommst du hier zurecht? Was soll ich sagen? Gab schon bessere Tage. Richtig, die gibt's immer. Außer du hast gerade den besten Tag aller Zeiten. Aber dann geht's dir so gut, dass du auch nicht drüber nachdenkst, dass morgen wieder alles Mist ist. Was war da mit dem Vogt? Er konnte niemandem ein Wort entlocken. Der Pfau, der dauernd rumstolziert und jeden in seiner Nähe niederbrüllt, hat gesagt, er hätte keine Zeit, so einem Hornochsen wie mir zuzuhören. Also war ich still. So jähzornig und bösartig kam mir der Vogt bisher gar nicht vor. Das ist schon ganz schön übel. Das wäre vorerst alles. Also, sind wir uns einig? Wann kann ich anfangen? Der Vogt hat das letzte Wort, nicht ich. Ich muss ihm erst Bericht erstatten. Also, bekomme ich die Stelle vielleicht gar nicht? Dann stecke ich in der Scheiße. Auf bald. Nein, nein, das hast du falsch rum verstanden. Wenn du die Stelle kriegst, steckst du in der... Egal, kommst du schon noch drauf. So, lass gucken. Wir haben Tonda, Felsen, Pickel, Konrad. Bleibst noch du übrig? Bartek. Oh Junge. Was brauchst du?
Einen Wasserträger bräuchte ich noch. Bist du wegen der Stelle des Wasserträgers hier? Ja, mein Name ist Bartek. Schön, dich kennenzulernen. Ich stelle dir kurz ein paar Fragen. Ja? Gut. Nur zu. Und du klingst nicht so, als wärst du Minenarbeiter. Was hast du vorher gemacht? Für meinen Vati gearbeitet. Als was? Und wer ist dein Vater? Er heißt Hies Moimir. Wir hatten bei Scarlett einen Hof. Wirklich? Seine Helfer gingen oft in die Schenke, aber dich habe ich nie gesehen. Ich gehe nicht in Wirtshäuser. Okay. Das ist an sich gar nicht so schlecht. Erstmal, was machst du stattdessen? Du bist hier, um Wasser zu tragen, richtig? Ja, ich will Wasser tragen. Mehr hast du nicht dazu zu sagen? Aber darum geht's doch, oder? Irgendwie schon. Ich habe nur das Gefühl, er wurde als Kind so heiß gebadet. Oh, Junge, das wird lustig. Wie kommst du zurecht? Tja, bin am Leben. Aber Vati fehlt mir. Und der Hof auch. Mutti sagt, es bringt nichts, sich zu grämen. Das Leben muss weitergehen. Okay, hast du vielleicht auch eine eigene Meinung? Irgendwas, was dich als Charakter auszeichnet? Was war da mit dem Vogt? Er konnte niemandem ein Wort entlocken. Hab einfach nicht mit ihm reden wollen. Aha, ich bin mir sicher, das hat ihm auch irgendjemand gesagt. Was gibst du mir, wenn ich dir zu dieser Stelle verhelfe? Hab nichts herzugeben. Na komm schon, beweise mir, wie sehr du die Stelle willst. Mutti hat gesagt, dass ich helfen soll. Wenn du meine Hilfe nicht willst, bitte sehr. Wow. Okay, ich meine, er ist ein richtiger Forrest Gump. Das wird super. Das wäre vorerst alles. Mach's gut. Also, wir haben einen Trottel, der alles tut, was man ihm sagt. Wir hatten einen Verwalter, der Leute... Verdammt! ...dingst. Und wir haben einen, der unheimlich stark ist und zockt. Das Wasserteam ist echt spitze. Das Latrinenteam auf der anderen Seite ist quasi das Dreamteam. Die beiden werden richtig gut. Hör mal, Vogt, ich hab da was. Pass mal auf. Das wird super lustig. Das hättest du nie gedacht, wenn du das Wasserteam siehst, was du Scheiße schreien. Gott schütze dich. Genau. Träger. Ich weiß genug, damit die Träger ausgesucht werden können. Gut. Ich bin froh, wenn ich diesen Mist hinter mir habe. Also, auf wen ist deine Wahl gefallen? Das sind sehr komische Antworten, muss ich sagen. Wie wollen wir verfahren? Soll ich sie herholen oder bloß ihre Namen nennen? Sag mir einfach, wer Wasser tragen und wer das andere tragen soll. Um den Rest musst du dich nicht kümmern. Schick. Okay, Tonda die Winde. Tonda. Man nennt ihn die Winde. Die Winde? Solange er sich nicht rauswindet, was soll er denn tragen? Er ist richtig stark. Er trägt Wasser. Wir haben also einen Wasserträger. Wie geht's weiter? Jetzt möchte ich wissen, wenn ich ihm drei Wasserträger nenne, ob er selbst drauf kommt, dass die letzten zwei Mist tragen. Bartek, genau. Bartek, Moimirs Sohn. Bartek? Nie von ihm gehört. Was soll er denn tragen? Ebenfalls Wasser. Wasser. Wir haben also einen Wasserträger. Wie geht's weiter? Cornelius, der Verwalter der Mine. Cornelius. Ah, Cornelius. Er hat einmal bei mir um Arbeit gefragt. Was soll er denn tragen? Ich sehe ihn gern mit der Scheiße hantieren. Du bist kein netter Mensch. Wasser. Wir haben also einen Wasserträger. Wie geht's weiter? Jetzt geht's los. Die anderen Träger. Peter, bekannt als der Felsen. Peter?
Hat er sich nicht bei einer Keilerei den Arm verletzt? Was soll er denn tragen? Na, rat mal. Scheiße. Gut, ein Scheißeträger haben wir. Basil, auch unter dem Namen Pickel bekannt. Pickel? Na, hoffentlich vergrault er mit seiner Fratze nicht die anderen. Nein, nein, er ist kein Pickelgesicht. Er heißt so, da er in der Mine den Pickel, also die Spitzhacke, schwang. Er hat sich dabei übrigens sogar zwei Finger abgehackt. Nun, mit einem Eimer kann er wohl nicht viel Schaden anrichten. Was soll er denn tragen? Naja, wir haben 4 von 5 Stellen bereits vergeben. Was glaubst du denn? Scheiße. Gut, einen Scheißeträger haben wir. Geschafft. Wunderbar, das wäre erledigt. Nun zur Köchin. Köchin ist erledigt. Da haben wir eine nette Unterhaltung in der Kirche geführt. Läuft. Das mit der Köchin ist auch erledigt. Soll ich Hagen Bescheid sagen? Das werde ich übernehmen. Sag mir nur, wer es ist. Agnes. Antonia war es nicht. Ich habe Agnes als Köchin erwählt. Es war nicht leicht, sie zu überreden, aber sie ist die beste Köchin weit und breit. Schön, das zu hören. Ich muss Hagen wohl bald einen Besuch abstatten. Sieht fast so aus. 85 Groschen für so viel Blabla? Für den Aufwand? Geizkragen. Uff. Na gut, Mission geschafft. Wir haben einigen Skalitzern zur Arbeit verholfen. Wir haben dabei Ratai erfolgreich sabotiert, denn das, was da getragen wird, besonders das mit dem Wasser. Oh Junge. Naja, wird super. Okay. Die Händler hier in Ratai sind derzeit ziemlich geplündert. Da habe ich so viel verkauft in letzter Zeit, dass die zum Teil nur noch 2 Groschen übrig haben. Wenn überhaupt was. Die arme Metzgerin hat nichts mehr. Dementsprechend sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Moment. Nein! Haha, vergesst das! Hier läuft der Laden noch. Hier haben wir das Problem, dass wir nichts zu verkaufen haben. Das heißt, wir müssen demnächst auf jeden Fall mal einen Ausflug machen. Okay, wir haben ein paar Dinge, die ich erledigen möchte. Pebbles, nicht die Bettler essen. Das ist ja übel. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Ihr seid sehr glücklich, mich zu sehen. Das freut mich. Aber sehr helle seid ihr nicht. Ich bin schon seit Stunden hier. Ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt schon mal wieder hier in Ratai sind, und ja, ich will hier noch ein bisschen Zeit verbringen. Nachtigall, renn ich vors Pferd. Ich möchte hier in Ratai noch ein bisschen Zeit verbringen, denn ich will nach der Episode nochmal mit Meister Bernhard trainieren. Wir erledigen noch ein paar Kleinigkeiten hier, bevor es dann wieder richtig losgeht. Ich dachte mir, wir können nochmal mit Theresa sprechen, da haben wir ja die Möglichkeit auf ein Date. Nachtigall hat schließlich gemeint, wir sollten uns bei ihr richtig dafür bedanken, dass sie uns gerettet hat. Also machen wir das. Sag mir nicht, jetzt ist schon wieder zu spät. Du bist wahrlich eine Augenweide. Wow. Das macht das Badehaus. Ganz im Ernst. Na, wie geht's dir so? Ich denke immerzu an Scarlett. Ja, das war die Hölle. Aber das Leben muss weitergehen, nicht wahr? Du solltest mal den Kopf freikriegen. Was meinst du? Wollen wir spazieren gehen? Keine schlechte Idee. Und wohin willst du gehen? In die Schelke wäre super. Galgenberg wäre auch toll. Nein, lass uns ein bisschen am Fluss. Das plätschert so schön. Okay. Wir könnten den Fluss entlang spazieren. Warum nicht? Das klingt schön. Wollen wir? Auf geht's. Gehen wir. Dann bin ich mal gespannt. Das klang vorher interessanter, als das, glaube ich, wird. Okay. Der Fluss ist... Egal. Sie hat die Führung übernommen. Der Spaziergang war eine schöne Idee.
Die Mühle gefällt mir zwar, aber die Arbeit ist auch ermüdend. Ich bin froh, dass du kannst. Ja, kannst du dich entscheiden, ob du links oder rechts laufen willst? Ja, das wäre... Eines Tages würde ich gern die Märkte in Prag besuchen. Warst du schon einmal in Prag? Nein, bisher nicht. Ich kenne Kuttenberg, aber Prag ist bestimmt noch größer. Jedenfalls soll es dort ziemlich stinken. Ja, so viele Leute auf einem Fleck. Zu viele Arschlöcher. Das ist widerlich. Du hast damit angefangen. Irgendwie. Ich würde zu gern einmal dem jungen Jan Hus lauschen. Angeblich predigt er in unserer Sprache. Alle reden davon. Ich wette, er sieht nur gut aus. Und deshalb fliegen ihm die Frauen zu. Du bist mir einer. Ein Prediger braucht kein gutes Aussehen, damit die Leute ihm zuhören. Und was ist mit dem Kerl in St. Jakob? Ich weiß genau, warum alle Mädchen plötzlich zur Beichte gehen. Du warst auch dort. Du brauchst es gar nicht abzustreiten. Du Halunke. Also gut, ich gebe es zu. Er sieht gut aus. Aber deshalb bin ich keine schlechte Christin. So etwas würde ich nie behaupten. Wie wär's mit einem Wettrennen? Auch noch. Na gut. Der Letzte ist eine Schnecke. Aber, achso, sprinten kann sie auch. Probieren wir es mal mit einem Unentschieden. Ich weiß gar nicht, wo die Ziellinie ist, Mädel. Das ist ein bisschen fies. Okay, Marathon. Da ist er. Nein, ist er nicht. Verdammt. Also wenn wir gleich bei Wojcik rauskommen, ich glaube, der hat noch Arbeit. Das war spaßig. Aha. Setz dich zu mir, Heinrich. Können wir machen. Ich habe nur ein bisschen Angst vor Banditen. Wir sind irgendwie höllenweit weg von der Stadt. Erzähl mir von dir. Ich hörte, du hilfst Herrn Ratzig. Ja, Herr Ratzig hat mir mehrere Aufgaben anvertraut. Er behandelt mich gut. Und ich bekomme sogar Geld. Dann hast du Glück gehabt. Wie ist es so, dem Adel zu dienen? Ach, weißt du, wir haben die Hölle zu tun. Und jeder blickt zu uns auf. Eigentlich ganz toll. Ich weiß nicht. Ich denke, es ist eine Arbeit wie jeder andere. Natürlich. Ein Köhler-Dasein ist sicher nicht anders. Komm schon, erzähl mir, wie es wirklich ist. Das hätte ich jetzt aber auch gern gehört, wie das ist, für Adlige zu arbeiten. Na, wenn das nicht gefunkt hat. Also dann. Ach, Heinrich, was mache ich nur mit dir? Wanderst durchs Land und verdrehst den Mädchen den Kopf. Herrin Stefanie von Thalberg ist jetzt nicht unbedingt ein Mädchen. Der Einzige, dessen Kopf verdreht ist, bin ich. Wieso bist du nur so schön, Theresa? Hör sich einer diesen Verführer an. Wo hast du gelernt, so zu reden? Ich erinnere mich nicht an die Predigt, aber... Du Schlingel. Aber du weißt durchaus, wie man einem Mädchen schmeichelt. Nur weiter so. Ich muss jetzt gehen. Darf ich mitkommen? Nur ein Stückchen. Ich will keinen Klatsch. Nein, die haben uns ja nur alle gesehen, wie wir den Fluss entlang gerannt sind, nebeneinander. Danke, dass du mich begleitet hast. Komm mich bald wieder besuchen. Hast du uns hierher teleportiert? Wir brauchen sie unbedingt als Frau. Dann bringen wir ihr bei, wie man irgendwo einbricht. Das machen wir dann mit ihr. Und wenn wir geschnappt werden, teleportiert sie uns weg. Der Plan. Das wird super. So, lass mal gucken. Wenn wir schon hier sind, schauen wir mal wieder in der Kiste vorbei. Ob wir da noch irgendwelche Sachen lagern, die wir verkaufen können. Abgestandene Luft und Spinnenweben. Nee, nicht mal Spinnenweben. Spinnenweben gäbe es tatsächlich.
glaube, wir haben zurzeit nicht mehr viel, was wir verkaufen können. Wir brauchen dringend mal wieder ein bisschen Kohle. Denn ich habe eigentlich vorgehabt, dass wir uns ein anderes Pferd holen. Keine Sorge, Pebbles, alles super. Na gut, was haben wir noch? Wir haben noch eine kleine Aufgabe wegen den Vögeln. Keine Sorge, Heinrich ist sehr interessiert an Vögeln. Da geht es über den Fluss und vielleicht haben wir hier oben dann das Glück, auf ein paar Banditen zu treffen. Das heißt, ich hole euch dazu, wenn wir beim Holzfällerlager sind. Bis gleich. So weit, so gut. Wir sind am Holzfällerlager. Jetzt geht es natürlich noch ein Stück weiter. Ich wollte euch nur hier dazu holen, weil es hier häufig zu Kämpfen kommt. Hier gibt es regelmäßig Banditen. Es gibt auch manchmal Kumanen. Alles schon erlebt hier. Und dementsprechend möglich wäre, dass wir ein bisschen was zu tun kriegen. Ich glaube, das ist eins von den Viechern, die wir fangen sollen. Ziemlich sicher, dass da oben so eins sitzt. Ich meine, vom Lager, wir sind schon im richtigen Bereich, würde ich sagen. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir den Käfig? Okay, wir haben eine Falle aufgestellt, das läuft. Hier haben wir das Wegkreuz. Und ihr seht, das ist schon in dem Bereich. Und ich glaube, das ist auch der Schrei. Katze am Schwanz ziehen und so. Erinnert euch? Wo ich diese Dinger da vorne sehe, ich glaube, wir werden... Das ist es. Heinrich macht Urlaub. Und zwar, heute erster Urlaubstag. Wir haben uns noch kurz um die Arbeitskräfte gekümmert. Und dann haben wir einen schönen Tag mit Theresa verbracht. Am Ende des Videos werde ich nochmal zu Bernhard gehen und trainieren. Und in der nächsten Episode machen wir einen Jagdausflug. Es gibt hier drüben ein Jagdgebiet für Wild, also Hirsche und so ein Zeug. Und da werden wir mal richtig Fleisch organisieren, werden das auf dem Lager kochen und dann nehmen wir mal richtig die ganzen Händler in Rattei aus. Wir haben mit den zwei Schenken, den zwei am Marktplatz, dem Händler, und dem 7 oder 8 Händler, die Nahrungsmittel kaufen. Das sind insgesamt bestimmt 5000 Groschen. Und das kriegen wir mit unserer Jagdfähigkeit locker hin. Ich glaube, wir können inzwischen sogar Geweihe machen, deshalb ist Wild gar nicht so schlecht. Und Geweihe und Felle können wir dem Wildhüter verkaufen, das sind auch nochmal 500 Groschen. Da kriegen wir richtig Geld in die Kasse. Das wäre vielleicht auch interessant für die Leute, die das Spiel selbst spielen und vielleicht nicht Alchemist sind und nicht gerade zu Beginn des Spiels nicht so viel Geld haben. Jagen kann man eigentlich von Anfang an. Und dann zeige ich euch da mal ein schönes Jagdgebiet und wir, ja, jagen uns ein bisschen Zeug. Und dann zeige ich euch, wie man aus diesem Gejagten dann Geld macht. Gerade in Rattei ist es enorm einfach. Außerdem können wir das Geld gebrauchen, wie gesagt. Pferd und so. Hier in der Nähe ist jemand. Da vorne die Hirsche rennen weg. Und
Was bist du für einer? Ja. So, was? Verdammte Scheiße! Mürtka! Grober Fehler. Okay, es ist eigentlich nur einer. Gut, er hat uns angegriffen, das habt ihr alle gesehen. So, was bist du für einer? Einfach nur so ein Bandit? Brezelbrot-Bandit, na toll. Naja, das nehmen wir mal mit. Lederhandschuhe sind relativ viel wert, die nehmen wir mit. Der Rest ist Pille-Palle. Das Trockenobst auf der anderen Seite ist quasi unbegrenzt haltbar. Das lohnt sich. Und schon ist es friedlicher. Okay, dann sind wir immer noch ein bisschen auf Vogeljagd. Dann müsste das hier der nächste Vogel dieser Art sein. Ah gut, die Fallen werden sogar markiert auf der Karte. Das bringt uns im Hardcore-Modus natürlich nicht so viel. Aber alles in allem. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, könnten wir eigentlich auch gucken. Oh, Pfeile bräuchten wir auch. Das ist wohl richtig. Wenn nehmen wir die hier. Die Spitzpfeile sind dann eher, wenn wir zum Beispiel gegen Gerüstete kämpfen oder so. Das war ein bisschen zu hoch. Das war ein bisschen besser. Das Holzfällerlager hat eine Kochstelle. Das passt dann. So, jetzt brauchen wir nur noch den letzten von diesen komischen Vögeln. Oh Junge, das wird ein ziemlich langer Ausflug. Wir sind auch immer noch im Bereich. Sehen wir auf dem Kompass oben. Das müsste die letzte Falle sein, dann müssten wir es geschafft haben. Wollen wir hoffen, dass Pebbles das jetzt noch gebacken kriegt, mit dem Gewicht? Ja, läuft, sehr gut. Dann kommen wir so wenigstens einigermaßen durch. So, dann schauen wir mal, dass wir die drei Fallen vielleicht noch einsammeln. Wenn da inzwischen was drin ist. Ich glaube, bei dem Baum hatten wir was. Bei dem Baum, während wir im Wald stehen. Der war richtig clever. Hier vorne. Ah, abgedeckt. Das heißt, da werden wir wohl was gefangen haben. Soweit so gut. Dann sammeln wir die erste ein, die war vorne bei dem Kreuz. Und dann ein Stück
von der Straße weg. Kreuz und ein Stück von der Straße weg. Jawohl. Ja. Ebenfalls abgedeckt. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Und mit etwas Glück haben wir den letzten jetzt auch schon in der Falle. Dann könnten wir schon zurück zum Wildhüter. Unterwegs machen wir noch das Fleisch klar. So, da haben wir das tote Hirschviech. Ist jetzt natürlich die Frage. Eigentlich ist das ein bisschen näher am Weg. Pebbles. Und mit Steinen spielen. Oh, das ist ein Baumstumpf. Keine abgedeckte Falle. Das ist der Weg. Und da haben wir die abgedeckte Falle. Wunderbar. Sehr gut, damit wäre die Mission eigentlich auch schon erfüllt. Und dann bringen wir die Nachtigallen mal zum Jagdmeister Berthold. Und unterwegs machen wir noch einen kurzen Halt am Jägerlager, am Holzfällerlager. Und benutzen mal deren Kochstelle. Da werden wir nichts dagegen haben. Das heißt, wir sehen uns dann. Willst du ein paar Münzen verdienen? Ich habe einen Plan. Du hast vor allen Dingen Kameraden, die mir dann die Hölle heiß machen. Nee, so läuft es nicht. Ja, solche Gelegenheiten tauchen immer wieder mal auf. Allerdings nicht so häufig, wie man das vielleicht vermutet. Das passiert eigentlich eher im Normalmodus, wenn man Schnellreise benutzt. Dann gibt es quasi für jeden zurückgelegten Meter eine gewisse Chance, dass so ein Ereignis eintrifft. Und wenn das dann ist, dann wird die. Ein Attentäter, was? Das alte Weib setzt einen Attentäter auf den Gang. So viel dazu. Ja, dann kochen wir einmal ganz kurz das Wild. So, das gucken. Wie viel haben wir? Alles gekocht, dadurch gilt es jetzt nicht mehr als gestohlen. Eins ist fast 15 Groschen wert und wir haben über 200 davon. Das ist relativ viel Geld. So richtig. Hey, wer ist da? Was ist das? Na, ich muss jetzt nicht kämpfen. Wir sind überladen, da ist das Kämpfen dann immer ein bisschen blöd. Okay, ich reite jetzt mal fix zurück zu Berthold. Da schauen wir dann mal, dass wir ihm die Vögel zurückgeben und unterwegs verkaufe ich noch ein bisschen Zeug beim Händler. Das heißt, wir sehen uns am Eingang von Rathai wieder. Bis gleich. Soweit. So gut. Da sind wir wieder in Rathai. Jetzt müssten wir nur die Händler abklappern und das ganze Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Hirschfleisch verkaufen. 112 Groschen. Das ist eigentlich nicht viel, aber das nehmen wir ihm natürlich gerne ab. Wir kriegen natürlich nicht die kompletten 15. Nicht bei jedem Händler. Einige Händler geben etwas mehr als andere. Und wichtig ist einfach nur, dass die das Zeug überhaupt kaufen erstmal. Oh, das war ein bisschen viel. Easy. So, hier drüben stehen noch zwei. Die geben auch nicht ganz so viel Geld. Die Händler mit Häusern haben etwas mehr und die geben auch etwas mehr. 20, das ist nicht viel, so gar nicht. 20,1, das ist okay. Und da geht jetzt das Handelsfenster auf. Sprechen wir den Preis. Und 0,1 geben wir einfach ab. Selbstverständlich. Was soll's? Na gut, einverstanden. Soweit, so einfach. Wie viel hast du? Mach's gut. 45, du bist ja richtig reich. Gibst aber nur 5.
Bisschen gierig. Wah, stopp, falsche Richtung. Hierher. Dass sie nur 5 bezahlt pro, will ich ihr da nicht auch noch extra Geld in den Rachen schmeißen. Schauen wir mal zur Fleischerin. Die hat da ein bisschen mehr Möglichkeiten, denke ich. Zeig mir, was du da versteckt hast. Was? Hey. Ich habe nichts versteckt. Befehl unseres Herrn. Ja, ja, das glaube ich aber auch. Das ist alles schön und gut, aber belästige mich nicht. Geh zur Seite, bevor ich die Geduld verliere. Ja, ist klar. Du kannst die Wachen einfach nicht überrumpeln. Verzeih, dass ich dich aufgehalten habe. Du kannst weiter. Die haben so viel Verstärkung hier. Wenn wir hier einen Kampf anfangen, haben wir halb Ratei an der Backe. Deshalb haben die auch keine Angst oder so. Die einzuschüchtern ist enorm schwierig. Was? 200 Groschen, das ist doch schon mal gleich ein bisschen toller. Und sie zahlt auch fast 7 pro Stück. Das ist okay. 10 sind 70, also kommen wir auf ungefähr 28. Ah, da geht sogar noch ein bisschen mehr. Einen Groschen schenken wir ihr. Reden wir über den Preis. Selbstverständlich. Also ich denke, bei den Wachen hat man die größten Chancen mit Redekunst. Ich wusste, wir werden uns einig. Aber da muss man den Charakter mehr drauf auslegen. Wir sind natürlich durch Rolling und so nicht mehr in der Redekunst so gut wie vorher. Mich wundert, dass das bei Theresa so gut geklappt hat. Wir werden allerdings später es leichter haben, Leute einzuschüchtern, wenn wir diese Fähigkeit hier haben. Wo war das? Furchterregend? Nein, das war's nicht. War das hier? Ja, stell deiner Schrecken. In Dialogen ist die Rüstung 30% furchterregender als üblich. Das hilft dann natürlich, wenn wir blutverschmierte Ausrüstung haben, die uns richtig gefährlich erscheinen lässt. Guten Tag. Dann haben wir da nochmal Vorteile. 180 Groschen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Und er zahlt 7 das Stück, das ist eigentlich okay, aber 2 verzichten oder 5 verzichten? Also er hätte jetzt noch 5 Groschen übrig. Wir können entweder jetzt eins für 5 verkaufen oder wir verzichten auf 5 Groschen und dann verzichte ich lieber auf 2. Ganz einfach ist das. Lass uns über den Preis sprechen. Selbstverständlich. So wie er sich eben am Kopf gekratzt hat, hat er das nicht kapiert. Da schlag ich zu. Läuft. So, hier drüben hätten wir noch einen Händler. Dann gehen wir noch die 2 Tavernen ab. Und der Wildhüter kauft natürlich auch Fleisch. Und da wäre es interessant eigentlich, wenn wir noch Geweih gekriegt hätten. Aber das kriegt man natürlich nur bei männlichen Hirschen. Gott sei mit dir. Und wenn wir die Tierhäute hätten. Aber da fehlt uns noch eine Fähigkeit. So, 40 Groschen ist nicht viel, aber du zahlst eigentlich ganz gut. Läuft. Wow. Tür. Oh, die Bäckerei hatte ich vergessen. Die kaufen natürlich auch Lebensmittel, aber sie zahlen nicht gut für Fleisch. Aber auf die Art kriegt man relativ schnell relativ viel Geld. Willkommen, Heinrich. Moin. 20 ist nicht viel, wie gesagt, aber 6,5 ist ganz okay. Wupp. Machen wir das so. 20 ist echt nicht viel. Da hatte ich eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Gut, in den Tavernen haben sie noch ein bisschen mehr Geld. Da
versaufen die Wachen ihren Sold? Ja, ich rede von euch beiden. Allerdings haben Schankmatt und Wirt im Prinzip das gleiche Geld, das gleiche Angebot. Deshalb lohnt es sich nur, mit einem zu reden. Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Wir tragen gar keine Sporen. Warum ständig edler Ritter? So, 150 ist ganz okay. Und er zahlt 7,8 pro. Das ist wirklich gutes Geld eigentlich. Wir geben eins drauf. Nee, so verschenken wir 6. Nee, das ist es mir nicht wert. Machen wir so, geht schneller. Zum Wildhüter gehe ich erst am Ende. Andere Händler, wie zum Beispiel der Schneider, der Rüstungsschmied oder ja auch der Schmied da oben, die kaufen eigentlich keine Nahrungsmittel. Dementsprechend lohnt es sich gar nicht, dahin zu gehen. Jeder Schuster verkauft auch keine kauft auch keine Nahrungsmittel. Dafür, wenn man zum Beispiel alte Ausrüstung von Banditen hat oder von Kumanen oder von wem auch immer, kann man da ein ganz gutes Geschäft machen. Gott schütze dich. Das höre ich öfters. Alles Gute. So, ebenfalls 150. Ganz okay. So, nehmen wir das. Jetzt hätten wir das Fleisch schon fast komplett verkauft. Man sollte sich damit außerdem ein bisschen beeilen, weil das verdirbt auch. Und je verdorbener es ist, desto weniger Geld kriegt man dafür. Einfach eine Qualitätsfrage. Immerhin, wir sind nicht mehr überladen. Das heißt, in der Richtung läuft das auch schon mal. So, du Wildhüter. Gott segne dich. Kann ich dir helfen? Erstens kannst du mir Dinge abkaufen und danach habe ich noch Vögel. Haltbarkeit 92, das hält noch eine Weile. 270 Groschen ist gar nicht so schlecht. Das machen wir. Die 3 Groschen rauf oder runter. Yep. Wir haben natürlich noch ein Buch, das zu Ende gelesen ist. Den Preis sprechen. Warum nicht? Das könnten wir auch verkaufen. Bitte sehr. Und etwas obendrauf. Na sowas. Vielen lieben Dank. Aber ich will erstmal die verderblichen Sachen loswerden. Das Buch, das hält noch eine Weile. Ich bin ein Weilchen herumgepirscht und habe hier etwas für dich. Wunderbar. Wie viele hast du gefunden? Alle 3. Gut, das ist großartig. Ich hoffe nur, der Vogelfänger hört nie von meinem kleinen Fehler. Ich hoffe nicht. Danke, Junge. Hier ist deine Belohnung. 40 gewöhnliche Pfeile. Und 100 Groschen. Hey. Bis später. 3 Vogelfeilen haben wir weggegeben. Alles klar. Damit geht es uns jetzt eigentlich ganz gut. Wir sind bei 4200 Groschen. Wir haben das Spiel oder die Episode angefangen mit, ich glaube, 2600 oder so. Ja, das war gar nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass das eigentlich jetzt nur so ein Nebenverdienst war, ein kurzer. Sattheit 74 und das ist das nächste. Man kann sich da mal eben so ein Fleisch reinhauen, die bringen richtig viel. Für die Energie nicht so gut, aber Sattheit, Traum. Wie gesagt, als Jäger kann man in dem Spiel eigentlich auch sehr gut leben. Man versorgt sich selbst und kann das Fleisch richtig gut verkaufen, wie ihr gesehen habt. Wenn wir jetzt noch zum Beispiel die Schenke hier draußen besuchen, da werde ich jetzt gleich nochmal ein bisschen Geld holen, bevor ich wieder mit Bernard trainiere. Da wird man richtig viel Zeug los. Ratai ist dafür wirklich super. Und ich würde sagen, in der nächsten Episode gehen wir noch ein bisschen Hirsche jagen und vielleicht gehen wir auch noch nach Neuhof Ausrüstung kaufen und ich glaube, wir müssen nochmal mit Rotschopf sprechen, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Das sehen wir dann in der nächsten Episode. Bis dahin, macht's gut, alle Dornsteif. Ciao, Freunde.